Sei vorsichtig! Die greifen von oben an! Hast gut durchgehalten. Was glaubst du? Spielst schließlich die Hauptrolle hier! Aber auch ein Star braucht eine Pause. Seid ihr bereit? Ja. Ist wohl Zeit für eine Revanche. Ruth! Turks! Nichts Persönliches, Alter! Ja. Hey du! Keine Bewegung! Ihr habt euch wirklich mit den Falschen angelegt, das sag ich euch. Autorisierungscode akzeptiert. Warte auf Aktivierungsbefehl. Autorisierungscode akzeptiert. Warte auf Aktivierungsbefehl. So gut wie erledigt. Misch dich gefälligst nicht ein! Autorisierungscode akzeptiert. Warte auf Aktivierungsbefehl. Versuch's. Uns Turks. Hält man nicht zum Narren. Ha! Du träumst wohl! Und du hast also auch gut gesehen, ja? Das war ein Job. Mach's nur ab! Das zahle ich dir doppelt ein! Komm schon her! Nicht ablenken, Lass! Da geht noch was. Das wird doch nicht. Na, ist doch ein Platz. Nimm das. Wirklich verdammt hartnäckige Nerven sehen. Bombenabwurf einleiten. Was? Verdammt! Hier macht wohl jeder Vollidiot einfach, was er will. Na, ich schließlich auch. Der Hubschrauber! Abwurf durchgeführt. Nachladen eingeleitet. Komm ich! Komm schon her! Irgendwelche letzten Worte? Thank you.
Kiste etwa rausgefallen? Dachte, du bräuchtest vielleicht Hilfe. Den Bericht reichst du ein. Na, dann wollen wir mal, Alter! Na! Jetzt zeigen wir euch, aus welchem Holz die Turks geschnitzt sind! Die Lektion werdet ihr heute lernen! Mit Turks legt man sich besser nicht an! Wie lässt es sich stoppen? Keine Ahnung. Kannst du klicken? Verschwindet! Wieder diese Gruselviecher! Tiefer! Was zum... Verankerungen werden gelöst. Verankerungen werden gelöst. Letzte Sequenz wird eingeleitet. Abschnitt 1 wird abgelöst. Evakuierung einleiten. Verankerungen werden gelöst. Mist, was hast du getan? Cloud! Tifa! Nachkommen zurück in unsere Arme getrieben. Dafür haben wir aufrichtig zu danken. Deshalb tut es mir auch fast leid für euch. Altes Volk? Lauf weg! Ihr müsst fliehen! Und wohin,
sollen sie denn fliehen? Aeris! Verankerungen werden gelöst. Bitte sofortige Evakuierung einleiten. Wir müssen von hier verschwinden, sonst sind wir... Hey! Hierher! Hiermit kommen wir nach unten! Komm! Na los, Tempo! Und los! Zusammen. Eins, zwei. Lenchen. Lenchen. Lenchen! Ist es nicht, Tifa?
Das ist ein Verbrechen mehr, das auf Shinras Kappe geht. Etwa nicht? Ja. Diese Wut darfst du nicht vergessen. Hörst du? Barrett. Marlene geht's gut. Was? Hat Eris doch gesagt. Eris? Das Mädchen, das Sie mitgenommen haben? Ja. Genau. Hm. Und woher weiß sie? Ich hatte sie geschickt, damit sie Marlene rettet. Ist das wahr? Wirklich? Wo willst du hin? Konnte das nur passieren? Sie ist tatsächlich abgestürzt. Komm doch, wir müssen weiter. Wann kommt denn endlich Hilfe? Du mir, wo es hingeht? Zu Eris Haus, in Sektor 5. Wartet Marlene dort? Dort oder nirgendwo. Sag doch einfach ja! Schenk mir etwas Hoffnung! Selbst wenn wir sie doch nicht dort finden. Tut mir leid, meine Nerven liegen vollkommen blank. Tifa, was weißt du übers alte Volk? Ehrlich gesagt nicht wirklich viel. Kommt auf den Büchern über den Planeten vor. Das Volk, das diesen Planeten besiedelt hat. Angeblich konnten sie mit ihm reden. Darum haben die Turks es also auf Eris abgesehen. Auch in mir fließt das Blut des alten Volkes. Ich bin der wahre Erbe dieses Planeten. Und wieder warst du zu schwach. Aber der Verlust macht dich stärker. Du willst doch stark sein. Was ist los? Alles okay. Schnell weiter.
der Platte. Sie ist wirklich weg. Ich glaub's nicht. Keine Sorge. Jeder Sektor hat ja seinen ganz eigenen Feind. Das war's da. Halt. Beim Aufbau der Platte geholfen. Schleichen wir vorbei. Wir sollten jetzt auf Beutezug gehen. Was machen die Kerle hier? Ihre Arbeit. Du musst jetzt an Marlene denken. Reiß dich zusammen. Jesse, fahr auf dem Pfeiler, oder? Ja, Bix auch. Die beiden waren verwundet und konnten nicht laufen. Aber Reg war unten in den Slums. Verstehe. Ruhig, Kleiner. Schön ruhig bleiben. Ach, das hat keinen Zweck. Ich muss sie suchen. Ich muss Jesse und die anderen finden. Wie? Das ist im Moment das Einzige, was ich tun kann. Cloud, hilfst du mir später bei der Suche? Ja. Das hat vielleicht gekracht. Ob das ein Unfall war? Das hier ist schon Sektor 5, oder? Schnell, bring mich zu Marlene. Ja, das ist das Randgebiet. Noch ein Stück. Lauf schneller, heb die Füße an. Gib halt das Tempo vor. Wir unterbrechen für eine Anmeldung. Ja? Das hier sind Aufnahmen vom Zusammenschluss der Kappe über Sektor. Das ist das Haus. Marlene! Hilton! Wo ist sie? Wo ist Marlene? Barrett! Mein Name ist Barrett. Marlene ist meine Tochter. Also, sie hat kurze Haare und ein Gesicht, so süß wie ein Engel. Ihre Kleidung... Rosa! Heute hatte sie was Rosanes an! Die Kleine schläft oben im Bett. Leise, sie schläft! Wollen wir auch hoch? Ich glaube, das würde mich beruhigen. Wehe, ihr weckt mir die Kleine auf. Am besten, ihr geht auch nach oben. Marlene, ein Glück. Du lebst. Eris ist mit Shinra mitgegangen. Oh nein. Ich hatte Eris zu Marlene geschickt. Ich war das. Obwohl wir uns kaum kannten, war sie so hilfsbereit. Ich hab sie in Gefahr gebracht. Euch trifft keine Schuld. Früher oder später
wäre es ohnehin so gekommen. Wegen ihrer Herkunft, richtig? Hat Aerys dir das erzählt? Dann muss sie dir wirklich vertraut haben. Ja, Aerys ist vom alten Volk. Sie ist die letzte Überlebende. Anders als ich. Ich bin nicht ihre leibliche Mutter. Es war vor 15 Jahren. Mein Mann war damals Soldat und an die Front geschickt worden. Er hatte mir in einem Brief geschrieben, dass er mich besuchen kommt. An jenem Tag wollte ich ihn am Bahnhof abholen. Aber ich wartete vergeblich auf meinen Mann. Ich hatte Angst, dass ihm was zugestoßen war. Aber redete mir ein, dass ihm nur der Urlaub gestrichen wurde. Also ging ich jeden Tag zum Bahnhof, um auf ihn zu warten. Und eines Tages traf ich die beiden dort. Ich wusste nicht, ob sie vom Wallmarkt kamen oder ob sie von der Platte in die Slums ziehen mussten. Solche Menschen traf man hier gelegentlich. Bringen Sie Aerys in Sicherheit. Das waren die letzten Worte ihrer Mutter. Ohne meinen Mann war ich genauso alleine wie sie. Darum entschloss ich mich, Aerys mit zu mir nach Hause zu nehmen. Sie lebte sich schnell ein, wir verstanden uns gut. Ihr Kleiner war so ein Plappermaul. Sie hat mir alles erzählt. Dass sie mit ihrer Mutter aus einer Forschungseinrichtung geflohen war. Und dass die Seele ihrer Mutter zum Planeten zurückgekehrt wäre und sie sie deshalb nicht vermisst. Zurück zum Planeten, wie es in den Büchern steht. Ich dachte, sie redet Unsinn und korrigierte sie, dass ihre Mutter jetzt im Himmel sei. Doch sie meinte, nein, in diesem Planeten. Ich dachte, sie hätte einfach nur zu viel Fantasie. Mama, du darfst nicht weinen. Das sagte Aerys aus heiterem Himmel. Als ich sie fragte, warum, sagte sie: Der Mensch, auf den du so sehnlich wartest, ist gestorben. Seine Seele war hier, um Abschied zu nehmen. Aber jetzt ist er zum Planeten zurückgekehrt. Ich wollte ihr nicht glauben. Doch dann, nur wenige Tage später, kam der Brief, dass mein Mann im Krieg gefallen sei. Und da wurde mir einiges klar. Trotz allem führten wir ein glückliches Leben. Bis eines Tages... Oh! Jaha! Nein! Geh weg! Aerys? Du bist ein ganz besonderes Kind. In dir fließt das Blut des alten Volks. Ich fragte ihn, was er meinte. Was das alte Volk denn sei. Das alte Volk,
wird uns zum verheißenen Land führen. Eris ist der Schlüssel, um den Weg zu öffnen. Manche sagen, es sei nur ein Mythos. Etwas, das Mut machen soll. Doch wir glauben, dass die Schriften wahr sind. Alles, was in ihnen steht. Der Shinra-Konzern braucht jetzt unbedingt Eris Hilfe. Du lügst! Ich bin nicht vom alten Volk! Wirklich, Eris? Hast du noch nie Stimmen gehört? Obwohl eigentlich niemand da war? Hab ich nicht. Ich ahnte natürlich, dass das nicht stimmte. Denn zu oft wusste Eris Dinge, die sie gar nicht wissen konnte. Seltsam, dass die Turks Eris nicht gleich verschleppt haben. Obwohl sie wussten, wo sie ist. Es ist wohl wichtig, dass sie ihnen freiwillig hilft und nicht gezwungen wird. Darum würden sie ihr nie etwas antun. Selbst jetzt, wo sie sie entführt haben. Bestimmt darf sie gehen, sobald Shinra keine Fragen mehr hat. Hoffen wir's. Halt! Wo willst du hin? Wirbel nicht unnötig Staub auf! Wenn ich jetzt auch noch Eris verliere, hab ich niemanden mehr. Ich bitte dich. Cloud, Eris Mutter könnte recht haben, dass sie sie gehen lassen, wenn sie haben, was sie wollen. Wollen wir nicht noch abwarten, was passiert? Wir sollten zurück nach Sektor 7. Da wartet auch Arbeit. Und wir müssen noch nach der Bar sehen. Alles klar.